So, hallo und weiter geht es. Heute am 22.11. Ich bin Beatrice Gabriel, Urschamanin und Systemikerin. Und ich heiße euch willkommen. Ich habe hier eine Botschaft, eine spirituelle Botschaft, die allerdings die Wirtschaft betreffen wird, vor allen Dingen die Unternehmen. Und ich habe keine Ahnung, welch unbequemes Feedback jetzt darauf kommt, weil gerade Unternehmer mit Spiritualität meist wenig anfangen können und wollen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich die erreiche, die sich in diesem Existenzkampf der letzten Jahre und Jahrzehnte hier durchaus auch spirituell weiterentwickelt haben. Auch mit ihren Unternehmen und die langsam begriffen haben, dass es zwischen Himmel und Erde doch so ein paar Sachen gibt, die nicht unerklärlich sind, aber die manchmal ein bisschen merkwürdig sind. Und dass die Intuition in den Unternehmen auch wieder mit dazuschaltet werden muss, weil man manche Sachen als Unternehmer nämlich einfach nur vorher fühlt. Man hat da so ein komisches Gefühl. Und ich denke, viele Unternehmer haben gerade so ein bisschen so ein komisches Gefühl oder sie haben schon wahnsinnig viel Stress, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Ich denke mal, die größeren Unternehmen und vor allen Dingen die älteren Unternehmen haben gerade sehr viel Stress und Personalstress vor allen Dingen. Das ist normal. Woran liegt das? Das liegt natürlich gerade an der herrschenden Krise und ich möchte trotzdem sagen, dass das nicht politisch in dem Sinne gemacht ist oder was weiß ich was. Jedes Unternehmen könnte die momentane Lage lösen, wenn manche Dinge verstanden werden würden. In den Unternehmen, jedes Unternehmen spiegelt den Unternehmer, zeigt sich eigentlich nur die Evolution des Unternehmers. Also je nachdem, wer das Unternehmen gegründet hat, der ist energetisch im Prinzip mit seinem eigenen Unternehmen verbunden. Und sein höheres Selbst oder Gott oder wie auch immer drückt sich in seinem Unternehmen aus. Das heißt, sein Unternehmen ist ein Spiegel seiner selbst. Wenn du also jetzt gerade Stress mit deinen Angestellten hast in diesem Unternehmen, dann spiegeln dir all deine Mitarbeiter gerade, was in dir selber noch zu entwickeln wäre. Viele Unternehmer haben gerade entweder das Problem, dass ihnen Kräfte wegbrechen, weil die einfach diesen Druck nicht mehr aushalten, ne, weil die einfach psychisch krank werden, von vielfältigsten Problemen privater als auch beruflicher Natur. Ne? Also da zieht Druck an, da zieht Druck an, überall zieht Druck an und wenn so viel Druck anzieht, dann bricht was weg. So, dann macht es irgendwann. So, das machen jetzt also viele, das heißt gerade viele gute Führungskräfte sozusagen brechen weg, weil sie einem sehr ungesunden Druck nicht mehr standhalten auf der Arbeit, weil auch die angestellten Führungskräfte sind ja in einer organischen und Entwicklungsbewegung mit dem Unternehmen, in dem sie arbeiten. Das heißt, das Unternehmen spiegelt auch ihnen Sachen und Entwicklungsaufgaben. Und bei vielen guten Führungspersönlichkeiten, die gerade für schlechte Führungspersönlichkeiten arbeiten, stellt sich dieses Ausatmen ein. Und weil sie erkennen, dass es nicht mehr um echte menschliche Werte geht. Das heißt, wir werden jetzt eine Welle erleben, die durch einen kosmischen Druck ausgelöst jetzt in den Monaten bis Februar sehr stark anziehen wird. Also auch die Evolution drückt. Also wer mein Video zum 11.11. gesehen hat und dann vielleicht noch nicht so ernst genommen hat, aber es ist scheißegal, was man für Worte findet, das passiert. Ja? Ob man von Engeln oder von Dämonen spricht oder was weiß ich was, der Druck nimmt zu. Gottes Druck zur Menschlichkeit nimmt zu. Er möchte, dass wir gesund werden. So, und wir haben sehr kranke Systeme erschaffen und die brechen jetzt in sich zusammen. Das heißt, wenn Führungskräfte eines Unternehmens nicht verstanden haben, dass es nicht um ihr Unternehmen geht, bei dem, was sie da machen, sondern um sich selbst und um ihre eigene Entwicklung hin zur Menschlichkeit, dann werden sie jetzt gerade einen Fall erleben. So, weil die Menschen, die verstanden haben, dass es um Menschlichkeit geht, von diesen Unternehmen abwandern werden, obwohl sie gute Arbeitskräfte waren. Es
ist jetzt eine Reinigungswelle, die hier antritt. Also, auch wenn das jetzt für den Unternehmer vielleicht totaler Blödsinn ist, aber Gott sagt mir das ganz klar, es reinigt sich jetzt Karma aus. Und die erste Karma-Welle, die sich ausreinigen wird, wir werden viele Wellen davon erleben. Die erste wird jetzt bis zum Februar 22 stattfinden. Und deswegen, lieber Unternehmer, kann ich hier in dieser Krise wirklich nur noch raten, befasst dich so ein bisschen mit spirituellen Gesetzmäßigkeiten, hol dir einen Kalender, Portaltage. Der Bewusstseinsblock von Kollegin, was weiß ich was, ist nicht schlecht. Die wirklich wunderbar den Maya-Kalender da deutet, kostenlos sogar. Ja, kann man sich das da angucken. So, trag dir die Termine mal im Kalender ein und gucke mal, was da an diesen Tagen mit deinem Unternehmen passiert. Welchem emotionalen Druck du ausgesetzt bist und warum. Und also dein Unternehmen wird dir an diesen Tagen sehr gut zeigen, wo du dich von echter Menschlichkeit wegentwickelt hast. Genau. So, und auch den Mitarbeitern dieses Unternehmens wird das Unternehmen zu dieser Zeit zeigen, wo sie sich von echter Menschlichkeit wegentwickelt haben. Es geht darum, dass wir jetzt gerade einfach die tiefsten menschlichen Werte wieder entdecken. Das ist vor allen Dingen Loyalität. Und deswegen wird also in dieser ersten Karma-Welle vor allen Dingen das Thema Verrat ein richtig großes sein. Wir haben eine Welt geschaffen, die sich durch dieses falsch verstandene Survival of the Fittest einen Egoismus quasi durchgesetzt hat in den herrschenden Strukturen und in den ja, wirklich wichtigen Bereichen aller Länder. Und das wird nicht nur Deutschland treffen, ne? Also diese Karma-Welle ist überall. Und so, dass sich gerade in den großen und wichtigen Führungspersonen sozusagen, die ich nicht für Führungspersönlichkeiten halte, Führungspersönlichkeit und Führungsperson ist für mich ein großer Unterschied. Eine Führungspersönlichkeit wird Macht über andere immer in positiver Weise nutzen. Sie wird immer schauen, wo ist das Potenzial des anderen, wo muss ich den einfach mal ein bisschen in den Puschen bringen. Also ich diene ihm, damit er mir dienen kann. Je mehr ich ihm diene, umso mehr kann er mir dienen. So. Und wird das also quasi aber nicht aus Ausnutzegeschichten machen, sondern aus echter verstandener Liebe, Loyalität, Lebendigkeit, Menschlichkeit. In sich im Kapitalismus durchsetzenden Strukturen, der jetzt eben zusammenbricht, was wir mit einer unglaublich großen Wirtschaftskrise merken werden. Es sei denn, es wird nur ein bisschen Kurse wechselt, dann müsste die nicht so groß sein. Haben sich vor allen Dingen eben die Unternehmer zusammengetan, die genau diese Struktur haben. Geld, Geld, Geld. So, und dadurch, dass diese sind karmisch verbunden, das heißt, die haben ihre karmischen Entwicklungsaufträge aneinander, sie sollen sich gegenseitig ihren Verrat aufzeigen. So, ihren Verrat an sich selbst, an ihrer eigenen Güte und Liebe, an ihrer eigenen Menschlichkeit, an ihren eigenen Werten, den Verrat an anderen, den Verrat an Mutter Erde, den Verrat an den Kindern. Alle werden das Thema Verrat jetzt richtig aufs Tablett kriegen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich heute beginnt nämlich diese Welle, für diese Art und Weise zu sprechen, entschieden habe, weil würde ich es nicht tun, würde ich mich verraten. Und auf die Gefahr hin, total angefeindet zu werden für das, was ich hier sage, bin ich bereit, das auszusprechen und mich nicht mehr zu verraten oder hinter Freundlichkeiten zu verstecken. Und ich hätte das Gefühl, ich würde meine Kinder verraten, weil sie in einer Welt leben müssen, die so nicht sein muss. Und ich würde das Gefühl haben, ich würde Mutter Erde verraten. Und ich würde ganz doll das Gefühl haben, Gott zu verraten. Also kann ich gerade nur jedem raten, wen auch immer du gerade verrätst, hör bitte damit auf. Frage dich, wo verrätst du deinen Körper, wo verrätst du deine Ehrlichkeit, wo verrätst du deine Liebe, deine Schönheit, deine, was weiß ich was, deine Lieben. Ja, wo verrätst du Mutter Erde? Wo machst du Rohstoffausbeutung? Was weiß ich was? Ja, weil, wie gesagt, das wird jetzt alle treffen. Das heißt, es wird ein ziemlich großes Zerangel da oben überall geben,
weil sich Resonanzfelder jetzt sortieren. Das heißt, Gott trennt gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das heißt, die, die jetzt dieses Spiel von Egoismus und Survival of the Fittest noch länger machen möchten, die werden sich in diesen Clans zusammentun. Das wird für uns erstmal mitunter vielleicht richtig gruselig aussehen, weil dadurch eben auch nochmal verstärkt Druck und Gewalt auftreten kann und Grausamkeiten. So, ich hoffe, dass es schnell geht, dass sich diese Kräfte dann gegenseitig verraten und über dieses gegenseitige Verraten zu einer Einsicht kommen, nämlich dass es so nicht geht und dass es ein Miteinander sein muss. So. Also, lieber Unternehmer, du bist in dieser Zeit sehr gut gehalten, deine Persönlichkeit zu ändern. Hochmut in jeder Form zu vermeiden, Unehrlichkeit in jeder Form zu vermeiden, aber auch Schwachheit. Es ist eine Zeit, die wird den Arsch in der Hose fordern. Auch deine ganzen Leute einzunorden, hin zur Menschlichkeit einzunorden, auch deine Teams einzunorden, für Ruhe in den eigenen Reihen zu sorgen. Und da kann dem einen oder anderen Unternehmer schon mal ganz schön die Pumpe gehen, denke ich mal. Also ich habe das erlebt in meinem Unternehmen. Ich hatte so eine karmische Ausreinigung 2020 und das war nicht leicht. Das war nicht leicht, weil ich da lernen musste. Aber es war alles um die Ohren geflogen. So. Und diese erste, also ich bin mit der ersten Welle mitgegangen, sozusagen, wo das schon passiert ist. Jetzt kommt also nochmal eine. Und es wird auch danach nochmal eine kommen. Und nochmal. Gott zieht immer so ein bisschen den Druck an. Man könnte vereinfacht sagen, so die, die eben jetzt schon so weit sind, so 12. Klasse Niveau, die nimmt er jetzt in eine Pflicht und sagt, wir machen mal einen Abschluss. Und es sind durchaus aber auch noch Unternehmer dabei, die sind halt noch in erster, zweiter Klasse, karmisch gesehen, und die dürfen noch ein bisschen lernen. Die werden da jetzt also nicht gleich von betroffen sein. Das heißt, wenn du schon viele Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben und schon sehr unzufrieden bist und auch den Blick auf die Welt hast wie ich, so. Und siehst, ey, irgendwie kann das nicht sein, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Dein Unternehmen wird dir helfen zu lernen, was du machen sollst. Und ich hoffe einfach, dass dir das jetzt ein bisschen eine Hilfe ist. Es werden sehr viele Systeme davon betroffen sein. Ich werde in den nächsten Tagen aufnehmen, wie jede Berufskaste kriegt gerade ihr Karma auf den Plan. Also, alles, was ungesund ist, wird auffallen. Alles, was nicht in göttlicher Ordnung ist, wird auffallen. Und je mehr man also noch Dinge macht, die nicht in der göttlichen Ordnung sind, wird man betroffen sein von dieser Krise, von dieser Wirtschaftskrise. Und man wird es mit Survival of the Fittest und wir werden einfach nur noch ein bisschen irrer, noch ein bisschen egoistischer und noch ein bisschen brutaler nicht lösen können, sondern es geht hier nur noch mit Einsicht. So. Das heißt, alle Unternehmer, die jetzt sagen, okay, meine Angestellten drehen durch und ich muss jetzt einfach nur noch ein bisschen lauter brüllen, das wird nicht mehr lange funktionieren. Dann gehen die nach Hause. Dann stehst du aber ohne Arbeiter da. Also guck, dass du sie fair behandelst. Was nicht heißt, dass die nicht auch mal ein bisschen einzunorden sind. Und zur Not auch mit verbaler Aggression. Manchmal muss das sein. Ja? Wenn dein Mitarbeiter nämlich nicht auf dem Kurs von göttlicher Ordnung ist, der zum Beispiel die ganze Zeit gegen andere hetzt irgendwie und im Team da ewig für irgendwas Furore sorgt, dann musst du dir den schon mal zur Brust nehmen. Das ist dann auch deine Verantwortung, um die göttliche Ordnung in deinem System, in deinem Unternehmen herzustellen. Viel wird Führungskräften auf die Füße fallen, wenn sie sich Flying Monkeys gehalten haben in ihrem System. Das heißt, Führungskräfte, die durchaus, ich kenne ein paar von gute Führungspersönlichkeiten mit eigentlich einer großen Integrität und einem großen Herzen, aber mit wahnsinniger Angst vor Kritik. Die halten sich gerne so eine Flying Monkeys und werden dann auch gerne als Narzissten oder sowas beschimpft oder was weiß ich. Meistens haben sie einfach nur eine schlechte Kindheit hinter sich. Sie kommen also mit emotionalem Druck nicht wirklich gut klar, halten sich dann also sehr, naja, ich sage mal, liebevolle Persönchen um sie herum. Werden sie aber mit Machtaufgaben dann betrauen,
wo zu hinterfragen sein wird, sozusagen, ob die dafür überhaupt geeignet sind. Also wenn ich nur aus persönlicher Schwäche, weil ich wirklich guten Alpha-Tieren nicht gewachsen bin und weil ich als Alpha einen anderen Alpha nicht neben mir stehen lassen kann, mir so ein kleines Beta-Tierchen hinhole und den dann auf eine Machtposition stelle. Und da kommt dann ein anderes Beta-Tierchen. Wo, das kommt vielleicht sogar ein anderer Alpha und macht den irgendwie doof. Da muss ich mich nicht wundern, wenn mein Beta-Tierchen mich auf einer so wichtigen Machtposition verrät. So. Und auch hier wird der Hochmut hinterfragt. Ja, also man muss sich auch in einem Unternehmen, muss man gucken, wen man auf welchen Platz gestellt hat. Das kann also schwierig werden. Da fällt dann die eigene Kritikunfähigkeit auf die Füße. Also wie auch immer, wir alle sind jetzt gerade mit unseren Unternehmen, eigentlich mit unseren persönlichen Fähigkeiten oder Schwächen konfrontiert und unsere Unternehmen, meins auch, werden mir das spiegeln. So. Ne? Und das ist immer ganz gut, wenn man dann versteht, dass das eigentlich Prozesse sind als Unternehmer, die einem dienen. Das ist nicht alles gemein und Gott ist nicht gemein zu dir. Gott zeigt jetzt einfach gerade nur, was los ist. Und auch die Häuser, Länder und Besitztümer werden sich karmisch ausreinigen. Das heißt, wenn Betriebe zum Beispiel große Ländereien haben oder so und die sind vielleicht irgendwann von Urzeiten mal unrechtmäßig erworben worden oder da hängt Blut dran oder Leid oder was weiß ich was. Das kann Jahrhunderte altes Karma sein. Das alles kommt jetzt hoch. Und ich kann Ihnen nur raten, wer in welcher Form auch immer von einer solchen Art und Weise einer sich verselbstständigen Dynamik, die er irgendwie nicht geplant hat, betroffen ist. Der hole sich bitte einen guten Reinkarnationstherapeuten oder einen guten Schaman. Und nochmal die Ansage, ich möchte keine Anfragen. Ich werde vor Februar für niemanden arbeiten, außer hier diese Videos machen. Und um mal zu gucken, okay, wo ist denn da die karmische Struktur? Weil Karma macht dann so eine sich verselbstständigende Dynamik. Und man denkt, hey, wo kommt denn die Scheiße jetzt her? Was ist denn jetzt hier los? Dann fliegt einem oft das eigene Karma um die Ohren. Und Schamanen können das sehen, das heißt, sie können in die alten Inkarnationen gucken und sie können auch in das Karma eines Landes gucken, zum Beispiel, oder auch die Deva des Ortes anschauen. Oder auch das höhere Selbst des Konzerns oder der Firma oder wie auch immer, weil der spricht mit dir. Dein Land, dein Unternehmen spricht mit dir über diese Symptome. Und diese Sprache, wie ein Unternehmen zu einem Unternehmer spricht, das hat kaum ein Unternehmer gelernt. Und da die Unternehmer aber eine ganz wichtige nährende Kraft hier bilden, ja, für die Bevölkerung. Und nochmal, es ist nicht nur in Deutschland so, das fliegt gerade allen um die Ohren. Ja? Denke ich, sind sie gut angehalten, sich mal den einen oder anderen spirituellen Rat da anzuhören und sich einfach zu fragen, okay, gut, ich erweitere jetzt mal meine Sichtweise. Natürlich hast du deinen Existenzdruck und all die Sachen über Management und was weiß ich was und so weiter und so fort und was du gelernt hast, ist höchstwahrscheinlich nicht mal per se falsch, sondern muss einfach ergänzt werden mit einer noch anderen Sicht. Ja, also wir haben das und wir haben das, wir haben Himmel und Erde und beide Prinzipien wirken hier zusammen auch in Unternehmen und das müssen wir jetzt einfach alle langsam mal verstehen, damit sich die Welt wandelt, damit die Kinder hier gesund sein können. Und jeder ist in diesem Wandel, jeder einzelne gerade eine Kraft. Und die Unternehmer sind eine ganz wichtige Kraft dafür. Von daher kann ich das jetzt hier einfach nur raten und hoffe, dass es irgendwie in irgendeiner Art und Weise von irgendwem verstanden wird. Also nochmal, es gibt den evolutionären Druck sowieso, ne, über die Systemik. Aber es gibt jetzt eben auch noch einen anderen evolutionären Druck hier mit zu. Was ich in dem anderen Video, also das dann eher so Lamarck, also die Schöpfung, die hier drückt, also der eher von oben kommt. Wo Gott einfach sagt so, er zeigt mir immer so richtig schön über die Wirtschaftsprobleme und was weiß ich, und Personalprobleme, wo du gerade stehst. So, guck dir deinen Betrieb an, es ist nichts anderes als du selbst.
Okay. Na denn, also viel Erfolg für diese Welle. Ich hoffe, ihr kommt da alle gut durch. Bis dann.